Hallo, ich bin Matthias Marquardt. Ich bin Laufexperte und Autor der Laufbibel. In diesem Film geht es um das Thema Kniegelenksarthrose. Dafür haben wir Christian zu Gast, der seit vielen Jahren Triathlon- und Marathonlauf macht und nun seit einiger Zeit über Schmerzen an der Kniegelenksinnenseite klagt. Wir wollen jetzt herausfinden, was genau dahinter steckt. Christian, warum bist du zu mir gekommen? Mir schmerzt das Knie an der linken Innenseite. Du hast mir erzählt, dass du Marathonläufer bist und Laufumfänge von 50 Kilometern machst. Wann treten denn diese Schmerzen auf? Ich habe die Schmerzen dauerhaft. Vor dem Laufen, werden beim Laufen besser. Ja, und danach dann natürlich auch wieder. Das heißt, du hast so einen Anlaufschmerz. Die ersten Schritte, die ersten Meter tun doller weh und dann wird es erstmal weniger? Genau, so sieht's aus, ja. Okay. Wird das Kniegelenk auch dick, rot und heiß nach Belastung? Hast du Schwellungen? Nein, überhaupt nicht. Hast du in den anderen Disziplinen, wie zum Beispiel beim Schwimmen und Radfahren, auch Beschwerden? Momentan ja. Christian schildert hier die typischen Beschwerden einer arthrotischen Gelenkveränderung. Es treten dabei Schmerzen vor allem zu Beginn einer Belastung auf, die dann zunächst nach einer Anlaufphase weniger werden. Allerdings kehrt der Schmerz, je nach Krankheitsstadium, nach der Belastung früher oder später zurück. Es kann bei größeren Belastungen und bei einer sogenannten aktivierten Arthrose durchaus auch zu wiederkehrenden Schwellungen des Gelenkes kommen. Das geht dann mit einer Rötung und Überwärmung des Gelenkes einher. Was passiert bei einer Kniegelenksarthrose? Grundsätzlich verändert sich bei allen arthrotischen Gelenkveränderungen die Knorpeloberfläche. Diese ist normalerweise spiegelglatt und ermöglicht ein reibungsarmes Gleiten. Bei der Arthrose raut sich zunächst die Oberfläche auf. In weiteren Stadien kommt es dann zu tiefen Rissbildungen und zu einem relevanten Substanzverlust dieser Knorpeloberfläche. Im vierten und letzten Stadium dieser Gelenkveränderung reiben dann Knochen auf Knochen. Im Bereich des Kniegelenkes gibt es drei Anteile des Gelenkes. Zum einen gibt es eine gelenkige Verbindung von der Kniescheibenrückseite zum Oberschenkelknochen. In diesem Kniescheibenknorpelgleitlager wird auch bei der Laufbewegung durch die Beugung des Kniegelenkes intensiv gearbeitet. Die anderen Gelenkflächen sind das äußere und das innere Kniegelenkskompartiment. Wichtig zu verstehen ist, dass hier die Hauptgelenkbelastung stets im inneren Kompartiment liegt. Insbesondere dann, wenn das Kniegelenk im Sinne eines O-Beines verändert ist, steigt hier der Druck. Anders steigt bei einem X-Bein der Druck auf der Kniegelenksaußenseite. In diesem Bereich befinden sich auch die Menisken, die von dem Verschleiß eines Gelenkes häufig mit betroffen sind. Darunter liegen aber auch die Gelenkflächen und der Knorpel, der die eben besprochenen Veränderungen aufweisen kann. Wie kommt es zu solchen Veränderungen an Gelenken? Wir unterscheiden primäre und sekundäre Arthrosen. Bei der sekundären Arthrose gibt es eine klare Ursachen-Folge-Beziehung. Durch einen Unfall, beispielsweise mit einem Bruch des Gelenkes, kommt es in der Folge zu einem Verschleiß der geschädigten Knorpeloberfläche. Dies ist allerdings vergleichsweise selten der Fall. Viel häufiger ist die primäre Arthrose. Hier haben wir keine so klare Ursachen-Folge-Beziehung, aber wir haben durchaus einige Einflussfaktoren auf die Gelenkgesundheit, die wir kennen. So findet zum Beispiel bei Menschen mit sehr hohem Körpergewicht durch die entzündliche Reaktion im Stoffwechsel und durch die größere mechanische Gelenkbelastung ein früherer Verschleiß von Gelenkflächen statt. Aber auch bei starken Fehlstellungen wie einem O-Bein oder exzessiver Belastung durch intensives Training können früher Verschleißzustände an Knorpelflächen entstehen. Die Arthrose ist eine sehr häufige Erkrankung, insbesondere die Kniegelenksarthrose. Da es sich durchaus um einen gewissen Verschleißprozess handelt, ist es eine Erkrankung, die in höherem Lebensalter gehäuft auftritt. 50-jährige Menschen sind in etwa 15% der Fälle von einem Kniegelenksverschleiß betroffen, wohingegen 80-Jährige schon in über 30% der Fälle von Veränderungen des Kniegelenks betroffen sind. Es gibt aber gerade bei Sportlern, zum Beispiel nach Meniskuserkrankungen oder nach Überbelastungen bei Fehlstellungen, häufig schon in jüngeren Jahren Veränderungen an den Knorpelflächen. Und wir wollen jetzt bei Christian untersuchen, wo genau das Problem liegt. Bei der Untersuchung einer Kniegelenksarthrose wird als erstes die Stellung von Beinachse und Fußgelenken beurteilt.
Wir sehen bei Christian, wenn du bitte einmal die Füße ganz zusammenstellen würdest, ein leichtes O-Bein. Das O-Bein geht mit einer vermehrten Belastung der Kniegelenksinnenseiten einher und dort hat Christian auch seinen Schmerz. Wenn du die Füße wieder etwas auseinanderstellst bitte und mal ganz entspannt stehst, dann sieht man hier eine Senkfußstellung, das heißt, der Fuß kippt nach innen. Es ist ganz wichtig, frühzeitig zu bemerken, dass man hier nicht die Fußfehlstellung alleine korrigieren sollte. Denn wenn man diese Fußfehlstellung mit einer Einlage korrigiert, wird die Beinachse mehr ins O-Bein gehebelt und damit die Belastung der jetzt schon schmerzenden inneren Gelenkflächen verstärkt. Wir schauen uns jetzt die Gelenkbewegung in der weiteren Untersuchung an. Bei der Untersuchung eines Kniegelenkes ist stets mit der Untersuchung des Hüftgelenkes zu beginnen, damit wir Bewegungseinschränkungen des Hüftgelenkes, die auf das Kniegelenk Auswirkungen haben können, erkennen. Die hintere Oberschenkelmuskulatur ist hier etwas verkürzt, aber ansonsten ist das Hüftgelenk frei beweglich und auch das Kniegelenk ist so frei beweglich und macht so erstmal keine Schmerzen. Ich kann das auch maximal anbeugen, ich kann es auch überstrecken, ohne dass es schmerzt. Die Bandführung ist straff. Gab es mal Unfälle mit diesem Kniegelenk? Nee. Okay. Kann ich hier einen Druckschmerz an den typischen Sehnen und Meniskusstellen auslösen? Innen. Das hier merkst du. Das merke ich und vorne am Schienbein auch. Das ist der innere Gelenkspalt, dort, wo sich der Innenmeniskus befindet und wo sich eben auch die offenbar schmerzende innere Gelenkfläche befindet. Also das passt zu diesem Problem. Aber auf Beugeschmerz reagierst du dort nicht. Okay. Auch die Fußgelenke sind wichtig für diese Untersuchung. Häufig findet man, der ist sehr gut beweglich, der Fuß, häufig findet man eine Senkfuß- und Knickfußstellung, damit eben die O-Beinstellung, die wir schon gesehen haben, ausgeglichen wird. Aber wir haben bislang nur statisch untersucht. Und müssen unbedingt bei einem Läufer beachten, dass die Beinachsen- und Fußstellung sich innerhalb der Laufbewegung deutlich verändern kann. Und deshalb geht es jetzt für Christian in die Bewegungsanalyse. Wir führen bei Christian eine elektronische Fußdruckmessung durch, um die Kraftverteilung unter seiner Fußsohle zu vermessen. So können wir Fußfehlstellungen sicher diagnostizieren. Bei einer Kniegelenksarthrose ist es wichtig, die Stellung von Fuß- und Beinachse zu beurteilen. Hierfür ist eine Bewegungsanalyse unabdingbar. Wir bringen Gelenkmarkierungen an Fuß-, Knie- und Hüftgelenken an, um die Bewegung in der Folge zu vermessen. Wir werden jetzt eine Bewegungsanalyse durchführen. Dabei werden wir seitliche Aufnahmen anfertigen, um die Lauftechnik beurteilen zu können. Denn die Lauftechnik spielt beim vorderen Knieschmerz meist eine entscheidende Rolle. Außerdem werden wir Aufnahmen von der Rückseite des Sportlers anfertigen, um die Stabilität von Becken, Beinachse und Fußgelenken beurteilen zu können. Christian, wir haben jetzt zahlreiche Untersuchungen durchgeführt. Das Wichtigste ist natürlich in diesem Zusammenhang die Bildgebung vom Kniegelenk selber. Wir sehen hier die Kernspinnaufnahmen von diesem Kniegelenk. Und in der Tat ist es so, dass sich in dem inneren Anteil des Kniegelenkes hier ein Verschleiß des Knorpels vom Oberschenkelknochen zeigt. Da sind die Gelenkflächen sehr rau und da hast du diese Schmerzen entwickelt. Die Frage ist jetzt, warum kommt es zu dieser Überlastung des inneren Kniegelenksanteils bei dir? Wenn wir uns die Bewegungsanalyse ansehen, dann sehen wir das, was wir schon auch in der statischen Untersuchung gesehen haben. Dein Knie driftet nach außen und der Fuß reguliert nach innen gegen. Das sehen wir auch in der Fußdruckmessung. Dabei ist die Ganglinie nach innen verlagert. Du bist nun selber Orthopädietechniker und hast dir schon selber eine Einlage angefertigt, hast aber auch schon gemerkt, dass dir die nicht so gut tut. Und das zeigt also an, dass dein Körper durchaus darauf reagiert, wenn du mit der Einlage innen anhebst. Eine Einlegesohle und eine Sporteinlage, das kann Sinn machen, wenn jemand eine X-Beinstellung hat. Dann hilft ein solcher besserer Kraftschluss bei einer Einlegesohle zwischen Fuß und Schuh, einen besseren Halt zu bekommen, ein besseres Laufgefühl zu bekommen. Aber bei dir ist die Situation schwieriger. Auch mit einer individuell angefertigten Einlage hebt man meistens darauf ab, innen das Fußgewölbe zu unterstützen. Bei dir ist es aber ein reiner Kompensationsmechanismus, weshalb du besser ohne Einlagenversorgung laufen wirst.
Deine Schuhversorgung hast du schon klug gewählt. Du hast einen gut dämpfenden Schuh, der im inneren Anteil kein härteres Material hat. Das heißt, dieser Schuh korrigiert dich nicht nach außen und verstärkt das Oberbein nicht. Außerdem ist dieser Schuh, auch wenn er eine sehr, sehr dicke Sohle hat, im Rückfuß nur wenige Millimeter höher als im Vorfußbereich. Und auch das entlastet dein Kniegelenk. Also Einlage raus, Schuh so belassen. Wir müssen jetzt noch sehen, was kannst du an der Lauftechnik tun. Wenn du in der Laufbibel hier ansiehst, wie sich Lauftechniken unterscheiden, dann siehst du, dass beim Fersenlaufstil durchaus eine große Stoßbelastung auf die Gelenkkette erfolgt. Wenn du deine Lauftechnik entwickelst zu einem Vor-Mittelfußlauf, dann kannst du über den Ballenbereich abfedern und dadurch dein Kniegelenk wirksam entlasten. Wir werden jetzt aber erstmal mit der Lokaltherapie starten, um dein Kniegelenk möglichst schmerzfrei zu bekommen. Durch eine Hyaluron-Injektion können wir die Gleitfähigkeit zwischen den Gelenkflächen verbessern. Die symptomatische Kniegelenksarthrose wird mit Mikronährstoffen, mit einer Lasertherapie und mit Hyaluron-Injektionen behandelt. Hyaluron-Injektionen verbessern die Gleitfähigkeit des Gelenkes. Sportler möchten wissen, wird das wieder gut? Die Arthrose ist sicherlich eine langsam fortschreitende Erkrankung. Aber es ist ganz wichtig, hier nicht den Kopf in den Sand zu stecken, denn die Arthrose ist eine Erkrankung, bei der die Bildgebung, also wie viel Knorpelabrieb sehe ich im Kernspinn oder in der Röntgenaufnahme, nicht damit einhergeht, wie viel Schmerzen ich habe. Es gibt Menschen, die haben leichte Veränderungen und vorübergehend einmal stärkere Beschwerden. Und es gibt Menschen, die haben stärkere Veränderungen am Knorpel, aber merken gar nichts davon. Also wichtig ist, dass man eine gute Einstellung der Biomechanik macht und aus dem akuten, schmerzenden Stadium wieder herauskommt und aktiv bleibt. Dabei helfen medizinische Therapien durch den Arzt. Ganz entscheidend ist aber, dass man immer und permanent sein Training dadurch ergänzt, dass man die kniestabilisierende Muskulatur trainiert und die Beweglichkeit im Kniegelenk erhält. Dafür zeigen wir euch jetzt das optimale Trainingsprogramm. Bei der Flossing-Therapie wird das Kniegelenk sehr straff gewickelt. Unter dieser Kompression werden dann Kniebeugen durchgeführt, um die Faszien gegeneinander zu verschieben. So werden Verklebungen gelöst und durch das darauf folgende Abwickeln des Flossingbandes kommt es zu einer Mehrdurchblutung des Gelenkes und zu einer besseren Versorgung von nur durch Diffusion ernährten Gelenkanteilen. Es werden 3 Flossingwicklungen mit darauf folgenden 10 bis 15 Kniebeugen durchgeführt. Bei dieser Übung auf dem Stabilisationstrainer wird im Einbeinstand die Beinachsenstabilität trainiert. Es wird hierfür die Fußmuskulatur genauso wie die hüftgelenksstabilisierende Muskulatur angesprochen. Denn die Stabilität des Kniegelenkes ist immer abhängig von der Stabilität von Fuß- und Hüftgelenk. Dieser Bewegungswechsel wird 3-mal für 1 Minute durchgeführt. Beim Seitwärtsgang aus der Kniebeuge gegen den Widerstand des Rubberbands wird die beinachsenstabilisierende Muskulatur des Hüftgelenks intensiv trainiert. Machen Sie 3-mal 10 Schritte nach rechts und 10 Schritte nach links. Bei den Ausfallschritten wird mit dem Theraband ein Zug nach außen erzeugt, so dass das Kniegelenk mit Kraft nach innen stabilisiert werden muss. Dies ist bei Patienten, die zu einem O-Bein neigen, die richtige Übungsausführung. Wenn ein X-Bein vorliegt, würde der Zug vom Theraband aus der anderen Richtung erfolgen. 3x15 Wiederholungen pro Seite sind hier angezeigt. Die Kniebeuge mit der Langhantel kräftigt die kniegelenksstabilisierende Muskulatur und insbesondere auch den Gesäßbereich. Bei dieser freien Übung wird außerdem die Koordination hervorragend geschult. 3x20 Wiederholungen
stellen ein gutes Kraftausdauertraining dar. Wenn dieser Trainingsreiz nicht ausreicht, kann die Gewichtsbelastung durch Gewichtsscheiben erhöht werden. Um die Übung weiter zu erschweren, kann sie auf einer instabilen Unterlage wie dem Stabilitätstrainer durchgeführt werden. Durch ein zusammengerolltes Handtuch, das in der Kniekehle gespannt wird, kann durch den Fersensitz eine Mobilisation und Traktion des Kniegelenks in Eigenübung durchgeführt werden. Dies führt zu einer besseren Entlastung und Ernährung der geschädigten Gelenkflächen. Bei akuten Beschwerden können Sie in kleinen Intervallen von 15 Sekunden mehrere Wiederholungen durchführen. Später können Sie dreimal eine Minute diese Eigenanwendung durchführen. Die Dehnung der vorderen Oberschenkelmuskulatur dient zur Entlastung des Kniescheibenknorpelgleitlagers. Halten Sie diese Übung für wenigstens 20 Sekunden. Zur Erhaltung der Mobilität des Kniegelenkes ist auch die Dehnung der Oberschenkelrückseite hilfreich. Halten Sie diese Dehnübung ebenfalls für 20 Sekunden. Die Dehnung des Hüftlendenmuskels ermöglicht eine freie Bewegung aus dem Hüft- und somit auch aus dem Kniegelenk. Insbesondere bei Läufern ist diese Dehnübung wichtig, um eine natürliche Schrittabfolge zu ermöglichen. Halten Sie die Dehnspannung für 20 Sekunden. Das war unser Film zum Thema Kniegelenksarthrose. Wir haben am Beispiel von Christian deutlich sehen können, wie wir über das richtige Training eine bessere Stabilisierung der Beinachse erreichen können. Und damit ihr eure Kniegelenke dauerhaft belasten könnt und nicht überlastet, achtet bitte immer darauf, dass ihr eure Umfänge sorgsam und langsam steigert, dass ihr ausreichende Regenerationsphasen einplant und dass ihr ein Athletiktraining zur Stabilisierung der Beinachse durchführt, wie wir es hier gezeigt haben. Wir haben noch 9 weitere Filme gedreht zu den wichtigsten Laufverletzungen. Die könnt ihr euch gerne ansehen und ihr dürft uns gerne weiterempfehlen bei euren Laufkameraden.